Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Heute ein Video passend zum Novemberwetter. 10 Easy Bike Tricks für normale Mountainbiker. Das soll jetzt nicht abwertend klingen für die, die schon mehr machen. Da verlinke ich unten mal die Videos von Lukas Knopf und Marc Dieckmann, wo dann auch direkt Barspins und irgendwelche wilden Tricks dabei sind. Jetzt Basic Tricks für den Winter zum Üben, fürs EMTB und das Mountainbike, Wheelie und so weiter. Direkt ein paar Tipps in der Auflistung und darunter noch die Tutorial-Videos, die dazu passen. Okay. So, natürlich ein Klassiker, der sogenannte Trackstand. Ich verlinke unten mal das Tutorial und das könnt ihr wirklich selbst auf dem Arbeitsweg oder auf dem Weg zur Schule oder zur Uni, was ihr gerade macht, super üben mit dem Fahrrad. An der Ampel ist natürlich so ein bisschen vielleicht zu ablenkend. Wenn es leicht bergauf geht, wie hier, ist sehr gut. Man stellt sich dann, bremst ab, wird immer langsamer, bis man steht, dann schlägt man das Vorderrad ein und dann steht man entspannt mit geraden Beinen und dem Gewicht auf den Füßen. Und ja, und jetzt muss man natürlich Ausgleichbewegungen machen. Am Anfang kann man sich auch mal an der Bank oder sowas abstützen mit dem Vorderrad, wenn man das noch gar nicht kann. Ja, und dann wird man merken, durch so Kettenzug nach vorne und hinten wird es einfacher. Also die Bremse bleibt dann offen, das geht auch in der Ebene. Ja, und dann fängt man an rumzuspielen und nimmt man vielleicht die Hand weg. Wenn man beide Hände wegnehmen will, dann sollte man das Fahrrad am Oberrohr oder am Sattel am Bein abstützen, dass man da stabil ist. Dann kann man das für eine Fotoaufnahme schön machen und dann schön die Kamera lächeln und einmal die Flügel ausbreiten und dann geht's weiter. Der nächste Trick, den man jetzt im Winter gut üben kann, ist der Wheelie und das geht dann mit dem E-Mountainbike. Ich empfehle am Anfang, lasst aber ruhig mal den Motor aus, dass ihr erstmal ein Gefühl kriegt, dass ihr nicht so stark hinzusteuert immer. Und nachher, wenn man das dann schon ein gutes Gefühl hat für den Wheelie, kann man auch den Motor hinzusteuern. Dann ist man daran gewöhnt, dass der Motor zusteuert und man hat eh schon ein Gefühl für diesen runden, ruhigen Tritt, dass man im Wheelie halt gut fahren kann. Aber erstmal zum Kennenlernen gerne auf Off stellen oder maximal Eco. Dann kleine Bewegung, Impuls setzen und ganz entspannt im Wheelie fahren. Ich verlinke unten mal das Tutorial, was ich letztens nochmal hochgeladen habe mit dem Geheimtipp. Ihr könnt euch nämlich entscheiden, wollt ihr wirklich, bevor ihr richtig lostretet, euch klein machen und dann die Arme strecken. Das wäre so ein Weg, der gut funktioniert. Oder was man machen kann, dass man halt auch sich klein macht. Und wenn man dann lostritt, dass man ruhig direkt den Lenker ein bisschen mit hochzieht. Vorher ist man mit dem Po nach vorne gerutscht und kann dann mit dem Po auf das Sattelende drücken, das heißt so das Vorderrad hochhalten, dann hat man nicht mehr diese Zugkräfte in den Armen, sondern ist so ganz entspannt mit gebeugten Armen. Das geht auf jeden Fall auch gut, vor allem wenn ihr anfangen wollt mit Wheelie-Tricks, One-Hand und so weiter. Also Nevio, der auch gleich noch den Nose-Wheelie zeigt, macht die Wheelies gerne mit Motor auf guter Unterstützung an. Da muss man halt ein bisschen immer mit der Bremse arbeiten. Ja, seht ihr. Also und alle, die den EMTB fahren, ihr könnt es auch auf Turbo oder in hohen Modus auch machen, wenn euch das so lieb ist. Ist auch ein bisschen Geschmackssache. Danke dir, Nevio. Geht auch gut bergab. Fingerspitzengefühl an der Hinternbremse. Wheelie starten und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ruhig mal mit der Hinterbremse bewusst beenden, damit ihr wisst, wenn ihr mal zu viel macht, das ist am Anfang sogar auch nötig, dass man ein bisschen zu viel gibt, dann kann man die Hinterbremse bremsen. Ein Finger, fällt das Vorderrad wieder runter, das ist für eure Sicherheit. Man kann auch nach hinten abspringen, aber manchmal, wenn die Dynamik zu groß ist, bleibt man vielleicht mit den Schuhen noch am Pedal kleben. Wer weiß, also safer ist auf jeden Fall, als mit dem Finger zu machen. Trick Nummer 3 wäre der One-Hand-Wheelie. Das kann man halt auch gut machen. Dieser Parkplatz geht leicht bergauf, dann ist es einfacher. Und wieder gucken, dass ihr durch die linke Hand nehmt, weil die rechte braucht ihr zur Sicherheit am Bremsfinger. Dann könnt ihr langsam anfangen. Wichtig ist, dass ihr mit dem Po aufs hintere Sattelende drückt. Dazu rutsche ich ein bisschen nach vorne. Und dann kann ich halt meine Arme lockerer haben und die Hand, wenn ich die wegnehme, dass ich nicht die ganze Kraft in der einen Hand halten muss. Genau, und das ist eigentlich ein ganz spaßiger Wheelie-Trick, weil dann kann man halt auch bewinken und oder irgendwie coolen Gesten machen, keine Ahnung, was in der Hand halten. Und die ganzen Cracks, die richtig viel Übung haben, suchen sich sogar ein bisschen steileren Berg mit dem leichten Bike und machen sogar No-Hand-Wheelie. Das kann ich euch leider nicht zeigen, aber noch ein Tipp für den One-Hander. Also, erstmal so ganz klein anfangen.
Und dann kann man mit dem Schritt-für-Schritt-Prinzip halt immer mehr die Hand wegnehmen, immer länger. Genau, auf jeden Fall Trick 3, der One-Hand-Wheelie, lustige Spielerei. Und das kann man noch weiterführen, was ich jetzt selber gar nicht mache, dass man sich so eine Laternenmast und Schildmast nimmt und dann die Hand dran hält und dann so im Kreis drum zirkelt. Ja, da gibt es Twheelie, wenn man das an einem Baum macht. Gibt es auf jeden Fall viele Varianten mit dem One-Handed-Wheelie. Trick Nummer 4 ist der sogenannte Stoppy. Ja, den kann man natürlich üben, A, wenn man Hinterrad versetzen will und so Geschichten. Oder wenn man einfach gerne noch eine Spielerei will, das kann man nachher dann noch mit 180 oder sowas kombinieren. Also es gibt sehr viele Stoppy-Tricks, aber erstmal Step-by-Step herantasten, sich wohlfühlen mit der Vorderbremse und dann mit langsamem Tempo anfahren, die Vorderbremse gefühlvoll ziehen und dabei so eine kleine Tief-Hoch-Bewegung machen, also erst tief und dann mit der Bremse hoch, dann unterstützt das und wenn das Hinterrad so richtig hochkommt, dann beugen sich automatisch die Beine und der Sattel wandert so schön nach vorne unter ein, damit man nicht das Gefühl kriegt, man geht sofort über den Lenker. Kann man das Rad so ein bisschen unter sich arbeiten lassen. Ich mach's mal vor. Also, wer noch kein Stoppy gut beherrscht, sollte wirklich erstmal mit langsamem Tempo das austesten und dann auch ruhig die Vorderbremse komplett bis zum Stillstand. Nachher kann man immer noch variieren, dass man sagt, man will zum Beispiel dann noch ein bisschen schleifen lassen. In der nächsten Lektion zeigt Nevio den Nose Wheelie, dann könnt ihr damit spielen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Spielerei. Jetzt noch einmal einen kleinen Trick dafür. Für den Stoppy wirklich langsam rantasten, erstmal gucken, was passiert, wenn man sich so, wenn man das bevor der Bremse stark zieht und dann nach und nach diese Tief-Hoch-Bewegung mit und dann unterstützt man das hochkommende Hinterrad und wenn das Hinterrad dann richtig hochkommt, dann lässt man so schön in den Körper rein, der Sattel wandert nach vorne, dann seid ihr auf jeden Fall safe. Wer sich wohler fühlt, kann auch auf einer Wiese üben, jetzt im Winter vielleicht, wenn die hart gefroren ist und nicht so durchgematscht. Genau, vielleicht fühlt man sich dann wohler. Ja, das war der Stoppy. Safety first, macht das bitte in kleinen Schritten, wenn ihr übt. Und dann ist es auf jeden Fall ein cooler Trick, den ihr im Winter optimieren könnt. Und mal richtig schön hochkommen. Und das hilft euch dann fürs Gefühl, auch dann fürs Hinterrad versetzen. Jetzt kommt der Nose Wheelie. Nee, warte nochmal jetzt. Also. Jetzt kommt der Nose Wheelie. Ja, Nevio. Danke fürs Filmen und fürs Nose-Wheelie machen und mal gucken, was du noch machst. Ja, Trick Nummer 5 würde ich sagen, Nose-Wheelie kennt ihr vielleicht schon vom Hörensagen und ich habe das Mikro an, deswegen erzähle ich's und der Nevio macht mal vor. Ich verlinke mal sein Instagram hier drunter und man braucht ein gewisses Grundtempo und dann leg mal los. Also habt ihr gesehen, gutes Fingerspitzengefühl für die Vorderbremse, den Stoppy, den ich euch gerade gezeigt habe, den solltet ihr dann auch schon drauf haben. Und jetzt im Unterschied ist, man kann das auch gerne im Sitzen machen, so wie Nevio das gemacht hat. Und man braucht mehr Schwung. Und wenn das Hinterrad dann hochkommt, dann lässt man die hintere Bremse schleifen. Nevio, zeig mal noch ein. Und ja, ganz wichtig, ihr könnt die Vorderbremse immer loslassen, wenn ihr merkt, es ist zu heikel, dass ihr über den Lenker geht. Und tastet euch da in kleinen Schritten voran. Schon Leute erlebt, die waren da nicht ganz so routiniert mit und wenn die dann zu schnell losfahren, ist wirklich das Risiko, dass sie über den Lenker gehen. Der nächste Trick, den ich auch euch noch zeigen kann, ist das Fakie, also rückwärtsfahren, das nennt man Fakie. Das kann man erstmal anfangen, aus einem Trackstand so ein bisschen herumpendeln, dass man ein Gefühl für den Kettenzug kriegt. Also mit einem passenden Gang natürlich, vor, zurück. Dann kann man sich so ein bisschen nach vorne bewegen und nach hinten, dann einmal mittreten. Das ist eine gute Übung. Wenn man noch gar kein Gefühl fürs Rückwärtsfahren hat, kann man auch erstmal die Füße auf den Boden und so ein bisschen rückwärts laufen und dann so ein bisschen mittreten. Ja, das ist natürlich alles wieder Übungssache. Das kann man dann verbinden mit einem kleinen Stoppy. Also einen kleinen Stoppy machen. Und dann rückwärts fahren. Ich habe jetzt sehr früh wieder aufgelöst, weil ich jetzt auch nicht so wirklich übe. Wenn ich jetzt mehr übe, könnte ich auch noch deutlich länger machen. Und Leute, die das so richtig lang machen, die machen dann manchmal so kleine Korrekturhopser, wenn sie keine Freilaufnarbe hinten haben, wie beim BMX oder so ein Neutral Gear quasi einfach eine Ritzel rausgenommen haben. Trick Nummer 7, der Manual. Eine schöne
Schöner Trick. Also auf jeden Fall 100 Videos habe ich schon dazu gemacht. Und da verlinke ich mal die letzten aktuellen. Und dann werdet ihr merken, das ist natürlich eine coole Sache auch im Trail. Deswegen, wenn ihr das jetzt auf dem Parkplatz im Winter schön übt, könnt euch das dann im Trail nachher helfen, durch eine Mulde, eine Welle, durch Matschloch zu Manual. Und die schon mehr machen können, natürlich auch irgendwie to Manual Landing oder ach, es gibt unendlich Möglichkeiten. Wichtig ist, macht am Anfang immer eine Kette. Also wenn ihr die Bewegung macht, das Tutorial verlinke ich euch, dann könnt ihr am Anfang ruhig mal ein bisschen zu viel geben und bewusst die hintere Bremse ziehen. Stark Manual, Bremse und nur die hintere, dann kommt das vorne wieder runter. Das ist wichtig, dass ihr diesen Rettungsanker dann habt. Kleiner Tipp für die schon Wheelie können. Wenn ihr jetzt Manual macht, bitte macht das mehr aus dieser Bewegung, dass ihr die Beine streckt und beugt und nicht in Manual so eine feste Position gehen und dann wie beim Wheelie mit der hinteren Bremse machen, sondern wirklich die nur als Notanker nehmen und dann aus den Beinen den Manual machen. Dann mit ein bisschen Tempo und strecken, beugen, strecken, beugen. So, liebe Leute, Trick Nummer 8 ist das Vorderrad versetzen. Das funktioniert auch mit einer Tiefhochbewegung und dann immer so einen seitlichen Impuls. Also eigentlich ziemlich simpel. Dann kann man halt immer sich so seitlich rum. Hardtail, Fully ist egal, das geht immer. Kann man verwenden, zum Beispiel bei Spitzkehren, wenn man das Hinterrad dann nicht versetzen kann und man will um die enge Kehre kommen, dann kann man noch so das Vorderrad umsetzen. Ja, also man kann es auch, ich lasse gerne die hintere Bremse so ein bisschen auf. Dann kann man so ganz rum. Man kann aber auch mit gezogener Hinterbremse, dass man die Hinterbremse dann zieht und dann so rum Vorderrad versetzen. Wenn ihr das jetzt schön im Winter übt, macht ruhig beide Seiten, also auch die schwache Seite. Und dann habt ihr direkt beide Seiten drauf. Auch eine schöne Übung. Okay, es gibt noch viele Tricks, also zum Beispiel Backwheelhop mache ich nicht mehr, konnte ich früher mal als Jugendlicher. Aber seit ich nur den Rücken habe und irgendwie auch das Interesse da gar nicht mehr dran habe, kann ich es nicht mehr so gut, dann will ich es auch nicht so stümperhaft vormachen. Also mal ein ganz abgespaceder Trick, der, weiß ich gar nicht, wie man den nennt. Ich würde einfach sagen, mal rückwärts fahren nennt man den. Also wenn ihr wirklich einfach nur Spaß, Bock habt auf eine recht sinnfreie Gaudi, dann könnt ihr die Bremse ziehen. Ich mache es hier mit dem kleinen Finger. Auf den Vorbaulenker setzen. Das Pedal richten, dass man losfahren kann. Und dann ist es wirklich total witzig fürs Gehirn, wenn man merkt, alles ist andersrum. Dann die Bremse lösen, losfahren, guten Gang haben. Ja, und dann eine Kurve zu fahren, ist halt echt total witzig. Und bremsen und so, also ist erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Rückwärts fahren auf dem Lenker. Also ein recht sinnfreier Trick, der aber Spaß macht. Unschwer zu erkennen, Trick 10. Da hätte ich vielleicht auch ein bisschen nach vorne schieben können. Ich weiß aber, unter uns Normalo-Bikern, also nicht die jungen Wilden oder die alten Ex-BMXer oder die schon Ewigkeiten fahren, einfach ziemlich gute Fahrer, für die ist der Bunnyhop in der Regel noch ein Thema, den man entweder noch erlernen muss oder man hat nur so eine Grundbewegung drauf, will jetzt ein bisschen die Höhe oder das Timing halt, sicherer machen. Und ob mit dem EMTB oder mit dem Mountainbike, super wichtige Sache. Also deswegen ein sehr, sehr, sehr sinnvoller Trick, weil man ihn in der Linienwahl im Downhill immer wieder benutzt. Und ob man dann wirklich noch einen Bunnyhop-Contest macht, immer höher, ist eine andere Frage, mache ich selber auch nicht mehr. Ein paar Tipps dazu und unten das Tutorial für den Bunnyhop. Einmal demonstriere ich den Bunnyhop. Ja, das war jetzt First Try, ich war ziemlich kalt, aber ich glaube, es hat trotzdem ganz gut geklappt. Es geht darum, dass man das Vorderrad anlupfen und das Hinterrad anlupfen so vorbereitet, dass man das in der flüssigen Bewegung kombinieren kann. Und mein Tipp ist, wie gesagt, ich verlinke euch das Tutorial, wo ihr das nochmal üben könnt. Bitte zieht am Anfang Schienbeinschoner an und achtet darauf, dass es auf Dauer wirklich ein richtiger Sprung wird. Weil viele sind nur am Reißen, wie sonst was, was man natürlich nachher auch noch machen kann. Aber erst muss man richtig abspringen. Also erst das Vorderrad im Manual-Impuls hochbringen und dann von da aus richtig springen. Und es gibt 1000 Tutorials dazu. Unter anderem auch mein Online-Coaching, was ihr erwerben könnt mit 8 Lektionen. Aber ihr müsst es wirklich sehr viel üben. In kleinen Schritten, lieber mal erstmal nur Vorderrad, dann Hinterrad, dann beides, dann die Wippe, dann der kleine Hop und dann erst ein höherer Bunnyhop. Nehmt euch Hindernisse, die nachgeben und keine fixen, die euch zu Stürzen führen können. Also, die Königsklasse, der Bunnyhop,
ideal jetzt im Winter zum Üben. Also für den Beinheber muss der Manual-Impuls sitzen, alles im Video schon erklärt. Dann muss das Abspringen sitzen aus den Beinen. Dann kann man das schon mal verbinden. Erst Manual-Impuls und dann direkt hoch. Dann kann man es noch schneller verbinden. Erst den Manual-Impuls und dann hoch. Dann landet das Vorderrad zuerst. Dann hat man diesen Bunny Flop, wie den die Amerikaner nennen. Ich sage eigentlich immer Mini-Hop, Mini-Bunny-Hop. Und dann ist ja dieser Unterschied, dass man schon eine Rodeo-Bewegung hat, Vorderrad zuerst, Hinterrad danach. Und viele, die halt denken, sie machen Bunny-Hop, reißen aber nur beide Räder gleichzeitig. Das ist dann der Standard-Hop. Deswegen ist da die Unterscheidung. Und übt den Bunny-Hop und ich mache ihn noch einmal vor. So, kleiner Bunny-Hop. Ich mache meistens den Zwerg-Bunny-Hop, nur für so normale Höhen. Es gibt auch den richtig hohen Bunny-Hop, da verlinke ich das Video. Habe ich mit Björn gemacht, der auch Trail gefahren ist. Ich mache das sehr selten. Deswegen übt, rostet nicht ein, nutzt den Winter. Das waren 10 Tricks. Ich kenne ja ein paar Jungs, die noch viel mehr Tricks machen können als ich. Schreibt bitte mal in die Kommentare, welche Tricks ihr euch so wünschen würdet. Ob es jetzt Crankflip ist oder was auch immer. Und ich kann mal rumfragen, wer von den Jungs mir dann mal hilft in einem Video als Gastexperte. Würde mich freuen. Also ab in die Kommentare, welche Tricks ihr noch wollt. Danke an Nevio fürs Filmen und schön viel üben. 10 Minuten am Tag reicht. Man muss ja nicht immer stundenlang oder nur am Wochenende. Haut rein.